Hallo liebe GRK-Community und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge rund um den GRK. Heute begleitet ihr mich zum Auswärtsspiel nach Linz gegen Blau-Weiß und ja, ich hoffe, ich kann euch wieder ein paar interessante Einblicke über meinen Alltag geben. Viel Spaß! Zuerst eine Runde Tetris. So, das Auto ist jetzt voll bepackt mit schönen Sachen. Kommen wir mal vor wie der Weihnachtsmann. Und jetzt geht's los nach Linz. Bei Auswärtsfahrten, wenn wir auswärts übernachten, dann fahre ich, also ich fahre prinzipiell immer mit dem Bus voraus, rieche dann im Hotel, schaue alles zusammen, ich kriege eine Zimmerliste geschickt, teile dann die Zimmer ein, wer mit wem in welchem Zimmer schläft, teile dann die Trainingswäsche auf, wenn wir am nächsten Tag aktivieren oder eine kurze Trainingseinheit noch haben vor dem Spiel. Und wenn die Spieler dann ankommen, gebe ich dann eigentlich nur mehr ihre Zimmerkarten oder Zimmerschlüssel und dann brauchen sie nur mehr ihre Privatsachen ins Zimmer räumen und haben eigentlich alles schon so vor Ort, dass sie sich schon entspannen können bzw. relaxen oder zum Abendessen gehen. So, jetzt sind wir in Linz angekommen. Jetzt sind wir noch sauna. Aber ich denke, der Rasen ist perfekt. Und jetzt schauen wir uns einmal die Kabinen an. Kommt's mit. Ja, jetzt haben wir das Auto ausgeräumt, alle Kisten in die Kabinen geräumt. Und jetzt ist es eigentlich nur mehr daran, das aufzuteilen und die Kabine sich herzurichten, dass wir die Jungs kommen und sie alles vorfinden, was sie brauchen. Am Anfang habe ich mit Sackerln gearbeitet, wo außen die Nummer umgestanden ist, da haben sie den Sackerln reintun müssen, damit ich gewusst habe, wo hin, welcher Kickschuh gehört. Jetzt mittlerweile, nach einer gewissen Zeit, merken sie das einfach, weil sie spielen eigentlich immer das gleiche Modell. Manchmal ist es trotzdem tricky, weil zwischendurch dann irgendeiner sich wieder Fußballschuh kauft, den ich noch nie gesehen habe, und dann ist immer so ein großes Fragezeichen. Bis jetzt noch keine Klagen gekommen. Jetzt werden sie sich noch selbst mit Kaffee und Getränken versorgen und essen und dann schauen wir, was rauskommt. Right to your face. You know, I do. It's where you're blind.
Die erste Hälfte durchaus zerfahren, viele Fehlpässe, vielleicht geht mal was über den runden Ball. Und ja, es geht, das 1:0 für die Hausherren. Julian Görres macht hier den Treffer. Auf der Gegenseite ebenfalls ein Standard, Perchtold und dann Schmidt mit Unsicherheiten. Ist da nicht ganz her seines Strafraums. Schauen wir nochmal drauf. Eigentlich eine gute Möglichkeit für die Roten Teufel auf den Ausgleich. Die Grazer in der zweiten Halbzeit deutlich besser in der Partie. Peham muss sich da den Ball nochmal holen. Die Hereingabe aber gut. Szene wirkt geklärt und dann wieder Schmidt mit dieser Unsicherheit. Und wieder gefährliche Situation im Linzer Strafraum. Nochmal die Roten Teufel. Aufgepasst auf den Verteidiger. Maranda segelt da mit seinem Tackling meilenweit daneben. Und dann die große Chance von Pedro Felipe. Und der setzt das Ding an die Stange. Riesenmöglichkeit für die Grazer. Riesenglück für die Linzer, dass der Ball danach auch vom Rücken von Schmid ins Aus geht. Sei es drum. Ein harter Kämpfer. Aber in Summe doch schwer verdienter Sieg von Blau-Weiß Linz. Ja, leider ist mein Tipp nicht aufgegangen. Wir haben 1-0 verloren. Nichtsdestotrotz, wir können nicht immer gewinnen. Weiter geht's, vorwärts schauen. Jetzt zusammenpackt und machen uns jetzt auf dem Heimweg nach Graz. Und ich hoffe, ihr begleitet mich trotzdem wieder mal, wenn wir heute verloren haben. Schönen Abend noch. Ciao.